Siebtes Kapitel. Unterwegs zwischen Frankfurt und Berlin. Teil 1. Die Entfremdung, die zwischen dem Minister Manteuffel und mir nach meiner Wiener Mission und infolge der Zuträgerei von Klenze und anderen entstanden war, hatte die Folge, dass der König mich immer häufiger zur Territion kommen ließ, wenn der Minister ihm nicht zu Willen sein wollte. Ich habe auf den Reisen zwischen Frankfurt und Berlin über Guntershausen in einem Jahr 2000 Meilen gemacht, damals stets die neue Zigarette an der vorhergehenden entzündet oder gut schlafend. Der König erforderte nicht nur meine Ansicht über Fragen der deutschen und der auswärtigen Politik, sondern beauftragte mich auch gelegentlich, wenn ihm Entwürfe des Auswärtigen Amtes vorlagen, mit der Ausarbeitung von Gegenprojekten. Ich besprach diese Aufträge und meine entsprechenden Redaktionen dann mit Manteuffel, der es in der Regel ablehnte, Änderungen daran vorzunehmen, wenn auch unsere politischen Ansichten auseinandergingen. Er hatte mehr Entgegenkommen für die Westmächte und die österreichischen Wünsche, während ich, ohne russische Politik zu vertreten, keinen Grund sah, unseren langjährigen Frieden mit Russland für andere als preußische Interessen in Frage zu stellen und ein etwaiges Eintreten Preußens gegen Russland für Interessen, die uns fernlagen, als das Ergebnis unserer Furcht vor den Westmächten und unseres bescheidenen Respekts vor England betrachtete. Manteuffel vermied es, durch schärferes Vertreten seiner Auffassung den König noch mehr zu verstimmen oder durch Eintreten für meine angeblich russische Auffassung die Westmächte und Österreich zu reizen. Er effacierte sich lieber. Moustier kannte diese Stellung, und mein Chef überließ ihm gelegentlich die Aufgabe, mich zur westmächtlichen Politik und zur Vertretung derselben beim Könige zu bekehren. Bei einem Besuche, den ich Moustier machte, riss ihn die Lebhaftigkeit seines Temperaments zu der bedrohlichen Äußerung hin, «La politique que vous faites, va vous conduire à Jena», worauf ich antwortete, «Pourquoi pas Leipzig ou à Rosbach?» Moustier war eine so unabhängige Sprache in Berlin nicht gewohnt und wurde stumm und bleich vor Zorn. Nach einigem Schweigen setzte ich hinzu, «Enfin, toute nation a perdu et gagné des batailles. Je ne suis pas venu pour faire avec vous un cours d'histoire.» Die Unterhaltung kam nicht wieder in Fluss. Moustier beschwerte sich über mich bei Manteuffel, der die Beschwerde an den König brachte. Dieser aber lobte mich Manteuffel gegenüber, später auch direkt, wegen der richtigen Antwort, die ich dem Franzosen gegeben hatte. Die leistungsfähigen Kräfte der Bethmann-Hollwegschen Partei, Goltz, Pourtalais, zuweilen Usedom, wurden durch den Prinzen von Preußen auch bei dem Könige zu einer gewissen Geltung gebracht. Es kam vor, dass notwendige Depeschen nicht von Manteuffel, sondern von dem Grafen Albert Pourtalais entworfen wurden, dass der König mir dessen Entwürfe zur Revision gab, dass ich über die Amendierung wieder mit Manteuffel Fühlung nahm, dass der den Unterstaatssekretär Lecoq zuzog, dass dieser die Fassung aber lediglich von dem Standpunkt der französischen Stilistik prüfte und eine tagelange Verzögerung mit der Anführung rechtfertigte, er habe den genau angemessenen französischen Ausdruck noch nicht gefunden, der zwischen dunkel, unklar, zweifelhaft und bedenklich die richtige Mitte hielte, als ob es auf solche Lappalien damals angekommen wäre. Die Haltung, welche ich in der konservativen Fraktion angenommen hatte, griff störend in die Pläne ein, welche der König mit mir hatte oder zu haben behauptete. Als er zu Anfang des Jahres 1854 das Ziel, mich zum Minister zu machen, direkter ins Auge zu fassen begann, wurde seine Absicht nicht nur von Manteuffel bekämpft, sondern auch von der Kamarilla, deren Hauptpersonen der General Gerlach und Niebuhr waren. Diese, ebenso wie Manteuffel, waren nicht geneigt, den Einfluss auf den König mit mir zu teilen und glaubten sich mit mir im täglichen Zusammenleben nicht so gut wie in der Entfernung zu vertragen. Gerlach wurde in dieser Voraussetzung bestärkt durch seinen Bruder, den Präsidenten, der die Gewohnheit hatte, mich als einen Pilatus-Charakter zu bezeichnen, auf der Basis »Was ist Wahrheit?« also als einen unsicheren Fraktionsgenossen. Dieses Urteil über mich kam auch in den Kämpfen innerhalb der konservativen Fraktion
und des intimeren Komitees derselben mit Schärfe zum Ausdruck, als ich, aufgrund meiner Stellung als Bundestagsgesandter und weil ich im Besitz des Vortrags bei dem Könige über die deutschen Angelegenheiten sei, einen größeren Einfluss auf die Haltung der Fraktion in der deutschen und der auswärtigen Politik verlangte, während der Präsident Gerlach und Stahl die absolute Gesamtleitung nach allen Seiten hin in Anspruch nahmen. Ich befand mich im Widerspruche mit beiden, mehr aber mit Gerlach als mit Stahl. Und der Erste erklärte schon damals voraussehend, dass unsere Wege sich trennen und wir als Gegner enden würden. In Übereinstimmung habe ich mich in den wechselnden Phasen der konservativen Fraktion stets mit Below Hohendorf und Alvensleben Erxleben befunden. Im Winter 1853 zu 1854 hielt der König mich lange fest. Ich lag mehrere Monate im Wirtshause und verfiel dadurch äußerlich in die Kategorie der Streber, die am Sturze Manteuffels arbeiteten, den Prinzen von Preußen gegen seinen Bruder einzunehmen, für sich Stellen oder wenigstens Aufträge herauszuschlagen suchten und dann und wann von dem Könige als Rivalen Manteuffels cum spe succedendi behandelt wurden. Nachdem ich mehrmals von dem Könige gegen Manteuffel in der Weise ausgespielt worden war, dass ich Gegenentwürfe von Depeschen zu machen hatte, bat ich Gerlach, den ich in einem kleinen Vorzimmer neben dem Kabinett des Königs in dem längs der Spree hinlaufenden Flügel des Schlosses fand, mir die Erlaubnis zur Rückkehr nach Frankfurt zu erwirken. Gerlach trat in das Kabinett und sprach, der König rief, er soll in des Teufels Namen warten, bis ich ihm befehle abzureisen. Als Gerlach herauskam, sagte ich lachend, ich hätte den Bescheid schon. Ich blieb also noch eine Zeit lang in Berlin. Als es endlich zur Abreise kam, hinterließ ich den Entwurf eines eigenhändigen, von dem Könige an den Kaiser Franz Josef zu richtenden Schreibens, den ich auf Befehl seiner Majestät ausgearbeitet und den Manteuffel dem Könige vorzulegen übernommen hatte, nachdem er sich mit mir über den Inhalt verständigt haben würde. Der Schwerpunkt lag in dem Schlusssatze, aber auch ohne diesen bildete der Entwurf ein abgerundetes Aktenstück, freilich von wesentlich modifizierterer Tragweite. Ich bat den Flügeladjutanten vom Dienst unter Mitteilung einer Abschrift des Konzepts, den König darauf aufmerksam zu machen, dass der Schlusssatz das entscheidende Stück des Erlasses sei. Diese Vorsichtsmaßregel war im Auswärtigen Amte nicht bekannt. Die Kollationierung im Schlosse ergab, dass, wie ich befürchtet hatte, das Konzept geändert und der österreichischen Politik näher gerückt war. Während des Krimkrieges und der vorangegangenen Verhandlungen drehten sich die Kämpfe in den Regierungskreisen häufig um eine westmächtlich-österreichische oder eine russische Phrase, die kaum geschrieben keine praktische Bedeutung mehr hatte. Um eine ernstere, in den Verlauf der Dinge eingreifende Frage der Redaktion handelte es sich im September 1854. Der König befand sich in Rügen. Ich war auf dem Wege von Frankfurt nach Rheinfeld, wo meine Frau krank lag, als in Stettin ein höherer Postbeamter, der angewiesen war, auf mich zu fahnden, mir eine Einladung des Königs nach Putbus ausrichtete. Ich hätte mich gerne gedrückt. Der Postbeamte aber begriff nicht, wie ein Mann von altem preußischem Schlage sich einer solchen Aufforderung entziehen wolle. Ich ging nach Rügen, nicht ohne Sorge vor neuen Zumutungen, Minister zu werden und dadurch in unhaltbare Beziehungen zum Könige zu geraten. Der König empfing mich gnädig und setzte mich von einer vorliegenden Meinungsverschiedenheit über die durch den Rückzug der Russen aus den Donaufürstentümern entstandene Situation in Kenntnis. Es handelte sich um die Depesche des Grafen Buol vom 14. September und einen von Manteuffel vorgelegten Entwurf einer Antwort, den der König zu österreichisch fand. Auf Befehl machte ich einen anderen Entwurf, der von seiner Majestät genehmigt und nach Berlin geschickt wurde, um im Widerspruche mit dem leitenden Minister zunächst an den Grafen Arnim in Wien gesandt und dann den deutschen Regierungen mitgeteilt zu werden. Die durch Annahme meines Entwurfs bekundete Stimmung des Königs zeigte sich auch in dem Empfang des Grafen Benkendorf, der mit Briefen und mündlichen Aufträgen in Putbus eintraf und den ich mit der Nachricht hatte empfangen können, dass die Engländer und Franzosen in der Krim gelandet seien.
Freut mich, erwiderte er. Da sind wir sehr stark. Es wurde russische Strömung. Ich glaubte, politisch meine Schuldigkeit getan zu haben, hatte schlechte Nachrichten von meiner Frau und bat um die Erlaubnis, abzureisen. Dieselbe wurde mir indirekt dadurch verweigert, dass ich auf das Gefolge übertragen wurde, ein hoher Gunstbeweis. Gerlach warnte mich, denselben nicht zu überschätzen. »Bilden Sie sich nur nicht ein«, sagte er, »dass Sie politisch geschickter gewesen sind als wir. Sie sind augenblicklich in Gunst, und der König schenkt Ihnen diese Depesche, wie er einer Dame ein Bouquet schenken würde.« Wie wahr das war, erfuhr ich sofort, aber in vollem Umfange, erst später, nach und nach. Als ich darauf bestand, abzureisen und in der Tat abreiste, erfolgte eine erste Ungnade des Königs. »Mir wäre meine Häuslichkeit doch mehr wert als das ganze Reich«, hatte er zu Gerlach gesagt. Aber wie tief die Bestimmung gegangen war, wurde mir erst während und nach meiner Pariser Reise klar. Mein beifällig aufgenommener Depeschenentwurf wurde telegrafisch angehalten und dann geändert.